Hey Leute, ich bin's wieder, euer He-Man. Und heute habe ich eine neue Serie im Gepäck. Und zwar nennt sie sich Bronzereichtum. Deshalb auch oben links der Name. Und oben rechts seht ihr einen Coinsbestand von 7500. Damit werden wir gleich Bronze-Packs ziehen. Und daraus werden wir Profit machen. Das werde ich pro Woche, also da werde ich pro Woche ein bis zwei Folgen bringen, indem ich immer wieder durch unser erspieltes Geld Bronzepacks ziehen. Ich kann euch auch mal eben zeigen, dass Tauschstapel sowie Bestand im Team gänzlich leer ist. Wir werden praktisch hier, das ist bloß das Zugewiesene. Hier habe ich was drin, aber da habe ich vergessen, das Zeug abzustoßen. Die werde ich aber dann einfach mit rausstellen. Ich denke, das ist jetzt nicht so schlimm, die sechs Sachen. Genau. Und zwar werden wir immer mit 750 Coins Packs starten. Und ich werde euch dann immer in der nächsten Folge zeigen, für wie viel ich die Sachen verkauft habe. Ich zeige nicht, wie ich die reinstelle, weil das würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Da ich auch gerade spiele oder was, die prüfe ich immer extra nochmal nach. Und da würde ich sagen, starten wir einfach mal mit dem ersten Pack. Auf geht's in die neue Serie. Hoffen tun wir natürlich auf glänzende Engländer zum Beispiel. Was sehr gut ist, sind auch immer Fitness, sowohl die Team-Fitness als auch die normalen. Seltene Verträge sind auch in Ordnung. Die nicht seltenen sind immer nicht so schön. Die Embleme und Trikots tue ich größtenteils abstoßen. Gibt es auch vereinzelte, die man draufstellen kann. Auch den Ball kann man draufstellen. Hier die Verträge tue ich erstmal zum Verein, die werde ich nur draufstellen, wenn ich wirklich Platz habe auf dem Stapel. Und genau, hier ein 4-1-2-1er Engländer aus der Empower League 2. Engländer sind meist relativ viel wert, also da könnte man echt Glück haben mit den Spielern, mit den beiden. Und hier bei den nicht seltenen, da gehe ich dann nach dem Gefühl und gucke mir die immer mal an, so von Werten, Aufstellungen und sowas und wo sie herkommen. Die tue ich teilweise abstoßen und teilweise nehme ich sie mit. So, Pack Nummer 2. Team Fitness Karten sind zum Beispiel 2500 auf der Xbox wert, also da haben wir dann gleich mehrere Packs drin. Und hier gleich wieder ein sehr guter Spieler, den wir auch für locker 1000 Coins loskriegen. Ich glaube, den hatte ich sogar mal in meinem Team, in der privaten, in meinem privaten Ultimate Team. Genau. Dann hier ein Koreaner, 74er Tempo. Ja, den gucke ich mir mal an. Dann die Verträge. Den tun wir auf dem Tauschstapel. Dann haben wir hier eigentlich nichts Interessantes mehr. Tun wir abstoßen. Pack Nummer 3. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es vielleicht doch lieber sehen wollt, dass wir die Sachen gleich reinstellen immer am Ende der Serie oder wie ihr die Idee allgemein findet, auch kein schlechtes Pack. Die Fitnesskarte geht für 300 Coins beispielsweise weg. Die Trainingskarte sollte auch weggehen, das ist immer mal ein bisschen Glück, dass gerade Torwarttraining jetzt nicht unbedingt, aber die normalen Trainingskarten gehen immer weg. So, dann den silbernen Vertrag, den nehmen wir auf jeden Fall. Genau zu den glänzenden.
So, dann haben wir hier einen Nordiren. Nee, der ist nicht so interessant. Glänzende Mitarbeiter kann man auch verkaufen. Toronto, den werde ich auch mal nachschauen, ob das vielleicht ein bisschen was wert ist. Den Rest stoßen wir wieder ab. Dann kommen wir schon zu Pack Nummer 4. Ich denke, ich werde pro Folge auf jeden Fall mindestens 8 bis 10 Packs öffnen. Auch ein sehr schöner Spieler, den hatte ich auch in meiner privaten Mannschaft mal drin. Ziemlich großer Stoßstürmer. Der ist wirklich sehr gut. Ich weiß nicht, ob der so viel wert ist, aber auf jeden Fall ein sehr schöner Spieler zu spielen. Dann hier den Vertrag. Das tun wir zum Verein. Das tun wir zum Verein. Eine Fitness. Kommt auf den Tauschstapel. Und genauso wie der Ball. Und sollten die Sachen teilweise schneller verkauft sein, als ich gedacht habe, dann kann es auch mal passieren, dass ich durchaus 3 Folgen bringe in der Woche. Je nachdem, wie ich Zeit habe. Aber ich denke eher nicht, dass die Sachen immer komplett aus einer Folge innerhalb von 3 Tagen verkauft sind. Also das braucht manchmal ein bisschen, aber das werden wir dann sehen, wie das läuft. Pack Nummer 5. Das sieht mir auf den ersten Blick jetzt nicht so gut aus. Weder die Spieler noch die Verbrauchsobjekte sind jetzt so das Wahre. Den nehmen wir mal mit. Und das Trikot nehmen wir auch mal mit. Ja, das Pack war jetzt nicht so der Burner. Pack Nummer 6. Ich versuche auch spätestens bis Folge 5 ein neues Mikrofon zu bekommen. Ich bin ehrlich gesagt jetzt mit dem nicht zufrieden. Ich tue praktisch über Headset sprechen und die Aufnahme, die rauscht immer extremst. Das muss ich dann immer mit dem Programm noch nachbearbeiten. Und das ist aber auch nicht so zufriedenstellend, wie ich mir das eigentlich vorstelle. Deswegen werde ich versuchen, so schnell wie möglich noch ein etwas professionelleres Mikrofon zu bekommen. Genau. Das Pack ist jetzt auch nicht so schön. Übrigens bin ich auf die Idee gekommen zu der Folge, da ich auch so eine Folge verfolgt, also so eine Serie verfolgt habe von einem englischen YouTuber. Er hat auch sowas ähnliches gemacht, aber auf der PS3. Und da habe ich mir gedacht, sowas starte ich auch mal. Guck mal, wie es ankommt. Und ja, schauen wir mal. Pack Nummer 7, glaube ich. Matlaba. Okay, Südafrikaner. Der könnte durchaus was wert sein. Müsste Orlando Pirates sein, richtig. Ui, 19 Schuss. Alter Vater. Ist ja mal gar nichts. Ja, den Turm mal nachschauen, was der so bringen könnte. Verträge nehmen wir wieder mit. Training für die Mannschaft sollte ein paar Kills bringen. Den Ball wieder. Kommt auf die Tauschstabe. Pack Nummer 8. Plastikowski bringt uns Glück. Und wieder ein Südafrikaner und ein Spanier. Sehen beide gar nicht so interessant aus. Zum Verein.
Ein italienischer Linksverteidiger mit 72 Pace. Ja, werde ich auch mal mitnehmen. Dann haben wir hier noch ein paar Verträge. Da werde ich, denke ich, je nachdem wie ich Platz auf dem Tauschtab habe, da ich hier leider bloß 30 Plätze habe auf dem Tauschtab, werde ich, denke ich, immer 5 normale Verträge drauf tun, denke ich. Wäre sonst schade um den Platz. So, das dürfte das vorletzte Pack sein. Und hier nochmal ein sehr schönes Trikot. Durch das FIFA hier drauf ist das recht beliebt. Bringt auf jeden Fall ein paar Coins. Könnte uns vielleicht sogar das Pack schon wieder reinbringen. Dann haben wir hier zwei Engländer mit soliden Pace-Wert. Und die werden wir auch mal mitnehmen. Ein glitzender Trainer nehmen wir auch mit. Ja, Fitness-Trainer. Wir probieren mal unser Glück. Seltener Vertrag. Und ein Ball. Und jetzt nochmal zum Abschluss wäre mal eine schöne Teamfitness, was fein ist für die erste Folge. Das wäre mal schön. Oder ein Team der Woche Spieler wäre auch mal was Schönes. Gleich in den ersten 10 Packs. Aber leider nicht. Leider nicht. Ein Saudi-Araber. Ein Amerikaner aus der MLS. Recht solide Werte, den nehmen wir mit. Sonst nix. So, jetzt die Frage: Ziehen wir noch ein Pack für 400 oder lassen wir es bei den 10 Packs? Ich glaube, wir lassen es bei den 10 Packs. Wir gucken mal, was wir. Was unsere Ausbeute ist. Wir haben hier 3, 6, 9 glänzende Bronzespieler, wovon ich ja 2, 3 nicht schlecht finde. Also wo ich denke, die könnten durchaus 1000 Coins und mehr bringen. Und auch die nicht seltenen Spieler sind jetzt nicht so schlecht, die ich hier rausgesucht habe. Dann Mitarbeiter haben wir auf dem Tauschstapel. Genauso durch H1-Objekte und Verbrauchsobjekte. Ja, da haben wir hier die Verträge. Tauschstapel ist schon relativ. Ach, hier haben wir noch einen Spieler, siehst du. Den Linksverteidiger Südafrika, Orlando Pirates. Dann ein paar Verträge. Zwei Fitnesskarten, zwei Trainingskarten, Toronto FC Wappen, ja, ein Regensburg Wappen, ein Trikot von Aberdeen FC und Swindon Town und vier Bälle. Ja, das ist die Ausbeute aus der ersten Folge. Ich denke, die 7500 sollten wir dicke reinbringen. Ob es sehr viel mehr wird, weiß ich nicht. Ich glaube es aber fast nicht. War jetzt nicht so die besten Packs. Da kann ich euch versprechen, da werden weitere Folgen sicherlich mehr Profit bringen. Hier auf der Beobachtungsliste seht ihr schon mal, da habe ich ein bisschen die Preise angeguckt von den einzelnen Sachen, wie sie aktuell weggehen. Seht ihr zum Beispiel hier, die Fitnesskarten gehen für 2,5 weg. Genau. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns in der zweiten Folge Bronzereichtum. Ciao!